Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da und zwar mit den neuen One Piece Spoilern zu One Piece Kapitel 962 mit dem wunderschönen Titel Der Daimyo und seine Vasallen. Das Kapitel diesmal wird nur 13 Seiten umfassen und es wird darum gehen, dass Oden so langsam Hakumai verlässt und sich in Richtung Kuri aufmacht, um dort Ashura Doji zu besiegen. Wie wir ja wissen, ist Kuri ein berüchtigter Ort, dem selbst Shogun Sukiyaki nicht Herr wurde. Währenddessen wurde in Hakumai aus einem Tresorfach Geld gestohlen. Das Ganze geht auf Orochis Kappe, doch dieser beschuldigt Oden. So ein Pisser, ganz ehrlich. Zudem fand er in dem Tresorfach auch die Schlangenfruchtmodell achtköpfige Riesenschlange, welches ja später seine Teufelskraft wird. Oden zieht währenddessen nach Kuri und wütet dabei durch Wano. Auf seiner Reise schließen sich ihm mehr Leute an, die ihn verehren. Und diese Leute kennt man heutzutage unter dem Namen die neun roten Schwertscheiden. Und jetzt kommt der absolute Hammer in diesem Kapitel. Iso von den Whitebeard Piraten ist der ältere Bruder von Okiku. Bam, ich hab's doch gewusst. Beide sind die Söhne einer traditionellen Tänzerfamilie, aber ihr Vater wurde ins Gefängnis geworfen. Sie sind so hungrig, dass sie ohne Erlaubnis etwas Oden essen. Oden gelingt es währenddessen in Kuri Frieden wiederherzustellen. Daraufhin nimmt Sukiyaki die Beziehung zu seinem Sohn wieder auf und gibt ihm den Titel Daimyo von Kuri. 6 Jahre nach den Ereignissen auf God Valley haben einige Mitglieder der Rocks Piratenbande ihre eigenen Piratenbanden gegründet und sich währenddessen einen Namen gemacht. Dabei vor allem wohl Whitebeard, Kaido und Big Mom. Am Strand von Kuri findet Kawamatsu 2 Kreaturen, von denen er nicht weiß, ob es sich hier um Menschen handelt. Dies sind wohl Inuarashi und Nekomamushi. Das waren auf jeden Fall die Spoiler momentan für One Piece Kapitel 962. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir wie immer mit einem Daumen nach oben und einem Klick auf den Abo-Button. Morgen kommt dann wohl das Kapitel Review. Ich hoffe, wir sehen uns da wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein. Ciao.